Am 25. Mai 2014 findet die Kommunalwahl in Baden-Württemberg statt. Wir vom Jugendhaus Wallendorf haben uns Gedanken gemacht und verschiedene Politiker befragt. Heute mit Jürgen Reiser, Freie Wähler. Also erstmal herzliches Willkommen, dass Sie hierher gekommen sind. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist ein spannendes Experiment. Okay, dann komme ich mal zu der ersten Frage. Wer darf bei der GR-Wahl mitwählen? Ja, also alle ab 16 Jahre, die aus den 28 EU-Staaten sind, Deutsche natürlich auch, oder und die müssen seit dem 25. Februar in Stuttgart wohnen. Seit 25. Februar 2014. Ja. Und was ist, wenn man erst später hier in Stuttgart wohnt, als Beispiel Anfang März oder so? Ja, dann darf man noch nicht wählen. Also muss man dann wählen, wo man davor gewohnt hat? Oder, ja, oder aus dem EU-Staat, wo man kommt. Okay, was entscheidet der Gemeinderat? Was ist der OB? Also der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger, und er entscheidet praktisch alles, was zum Gemeinwohl der Stadt gehört. Alle Entscheidungen, die die Stadt treffen muss, trifft der Gemeinderat. Der OB ist der Mitglied des Gemeinderats, ist der Vorsitzende und hat ebenfalls Stimmrecht. Und die Gemeinderäte, die können Anträge einbringen und Beschlüsse beantragen für irgendwelche Themen und sind auch verantwortlich für die Personalangelegenheiten der Stadt. In Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister natürlich. Okay. Für wie lange wird der Gemeinderat gewählt? Der Gemeinderat wird auf die Dauer von 5 Jahren gewählt und der OB auf 8 Jahre. Okay. Wie sieht ein... Okay, nochmal von vorne. Wie sieht ein normaler Tag, eine normale Woche eines Gemeinderates aus? Also ich bin ja noch nicht Stadtrat, aber ich weiß von den Kollegen, dass sie wöchentlich 30 bis 40 Stunden aufbringen müssen an Arbeitszeit. Der Gemeinderat tagt zweimal in der Woche. Gemeinderat tagt zweimal in der Woche und jeder Stadtrat oder Stadträtin ist noch in mindestens einem beschließenden Ausschuss. Es können auch 2 Ausschüsse sein bei manchen Parteien. Und dort, die Ausschüsse dauern auch so 3 bis 4 Stunden am Tag. Dann haben die alle noch einen Stadtbezirk zu betreuen. Von den 23 Stadtbezirken, die wir in Stuttgart haben, dann sind sie noch in nicht beschließenden Ausschüssen, die etwas weniger Arbeitszeit fordern. Also es ist ein Fulltime-Job. Okay. Wie viel Geld bekommt eine Gemeinderätin, eine Gemeinderat in Stuttgart? Also das ist eine Aufwandsentschädigung von, also Grundpauschale von 1200 Euro. Und dann kriegen sie pro Sitzung 60 Euro. Und wenn die länger wie 5 Stunden dauern, sind es, glaube ich, 120. Aber nicht mehr, wenn es mehrere Sitzungen sind, nicht mehr wie 180 Euro am Tag. Okay. Zahlen Politiker weniger oder genauso viel Steuern? Die müssen das Geld genauso versteuern wie jeder andere auch. Okay, vielen Dank. Das war es von meiner Seite. Und ja. Also ein herzliches Willkommen von mir und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, um die Fragen zu beantworten. Ich stelle Ihnen Fragen, die die Jugendlichen hier im Jugendhaus gestellt haben. Und eine der Fragen heißt zum Beispiel, was macht Ihre Partei besonders und was machen die anderen nicht so gut? Also dazu muss ich sagen, wir sind keine Partei, die Freien Wähler sind unabhängig. Das heißt, wir sind keinem Parteienzwang unterliegen keinem Parteienzwang.
Wir entscheiden lediglich nach der Sache und zum Wohl der Bürger unserer Stadt, aber unterliegen keinem Parteiprogramm. Und das ist ein Unterschied zu den anderen Parteien, die da bei manchen Entscheidungen nicht so frei sind, um nach ihrer eigenen Meinung zu agieren. Okay, und setzen Sie sich für freies WLAN ein? Ja, also ich persönlich würde das begrüßen, wenn sowas kommt. Das gehört eigentlich auch zu einer modernen Stadt. Es gibt ja bereits in Stuttgart viele Örtlichkeiten, wo freies WLAN zu empfangen ist, an touristischen Sehenswürdigkeiten oder an Cafés, Restaurants etc. Es gibt momentan nur ein Problem, das ist die rechtliche Seite. Wer haftet dafür, wenn illegale Daten heruntergeladen werden oder verbotene Dinge heruntergeladen werden oder gemacht werden? Da haftet eigentlich derjenige, der dieses Netz zur Verfügung stellt. Und das wäre dann in diesem Moment ja die Stadt. Und das ist ein rechtliches Problem, was noch nicht gelöst ist. Okay, und setzen Sie sich für ein Freibad in Walmdorf ein, beziehungsweise wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, es wäre schön, wenn jeder Stadtteil, da haben wir 23 in Stuttgart, ein eigenes Freibad hätte. Aber wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass die Freibäder, alle Freibäder, die wir haben, subventioniert werden müssen. Und die verschlingen also ein enormes Geld, sodass man nicht jedem Stadtteil ein Freibad zukommen lassen kann. Und Walmdorf hat ja das Glück, dass wir in der Nähe wie Freibäder haben, wie der Höhenpark Hillesberg oder in Zuffenhausen in den Schlotwiesen oder Botlang hat zwei Bäder. Und ich glaube, dass es doch zumutbar ist, dass man diese Wegstrecke auf sich nimmt, wenn man ins Freibad gehen will. Das sind ja wenige Haltestationen, die man da fahren muss. Und ich finde, das ist zumutbar. Okay, und wieso schließen immer mehr Schulen bzw. Werkrealschulen? Ja, das ist seit der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung entscheiden sich immer mehr Eltern und Schüler für die Gymnasien und für die Realschule und weniger für die Werkrealschule. Und umso weniger Schüler da sind, umso mehr Werkrealschulen werden geschlossen. Und ja, wir haben jetzt, glaube ich, 32 Werkrealschulen noch. Dazu gehört die Wolfbusschule und in die Bismarckschule in Feuerbach. Und ja, wenn die Gemeinschaftsschule, Realschule Walmdorf will ja Gemeinschaftsschule werden. Wenn das kommt, kann man dort auch den Werkrealabschluss machen. Also heißt, da könnte ich auch die 10. Klasse dann besuchen? Dort könnten Sie die 10. Klasse besuchen oder auch in der Bismarckschule oder in der Wolfbusschule müssen Sie sich dann dort anmelden. Okay, und wie setzen Sie sich für die Jugendlichen ein? Ja gut, also ich bin jetzt pensioniert, war früher Polizeibeamter und war als Präventionsbeamter und Jugendsachbearbeiter tätig. Und daher weiß ich schon so etwa, was die Probleme, was die Wünsche der Jugendlichen sind. Und ich habe da immer ein offenes Ohr für die Jugend und werde da ja, mich einsetzen, je nachdem, was anliegt. Ne? Und ob sachlich richtig ist. Okay, gut zu wissen. Und unterstützen Sie unser Jugendhaus und ja, wie?
Ja, also ich glaube, das ist parteiübergreifend. Ich bin ja im Bezirksbeirat Weilendorf und ich glaube, Sie wissen ja, dass wir im Bezirksbeirat so gut wie möglich sämtliche Wünsche des Jugendhauses unterstützen und dem entgegenkommen. Und wenn man sieht, was wir an Budgetmitteln für das Jugendhaus zur Verfügung stellen, dann glaube ich, sind sie immer gut gefahren. Und wir sind da nicht ablehnend gegenüber diese Anträge. Ich darf bloß erinnern, jetzt der Fahrradparkour Pumptrack mit 1500 wieder bezuschusst. Also da tut eigentlich der Bezirksbeirat Weilendorf viel. Okay. Und könnten Sie sich vorstellen, ein McDonald's, ein Burger King oder Subway hier in Weilendorf eröffnen zu lassen? Na gut, wenn man jetzt in Weilendorf schaut, was haben wir an Imbisslokalen, dann müssen wir jetzt feststellen, dass wir bereits 4 Kebab-Läden haben. Ich weiß nicht, ob dann Weilendorf nochmal ein Imbiss oder eine Imbisskette, ein McDonald's oder sonst was, vertragen kann. Inzwischen müsste ja diese, oder der McDonald's müsste ja dann Ansprüche stellen und sagen, wir wollen nach Weilendorf kommen. Habt ihr irgendwo eine geeignete Stelle, wo wir das errichten können? Und selbst da haben wir, glaube ich, keinen Platz für solche Schnellimbisse. Und wenn, dann müsste diese Örtlichkeit ja allen Vorgaben für solche Schnellrestaurants entsprechen. Und ich glaube, dass da schwierig wird. Okay. Und könnten Busse und am Wochenende enger getaktet werden, zum Beispiel die Linie 90? Ja, im Prinzip könnte man das machen. Nur wird halt die SSB überprüfen, wie hoch sind meine Fahrgastzahlen. Ist es wirtschaftlich, wenn wir da mehr Bahnen fahren lassen? Sollte sich das als wirtschaftlich erweisen, dann wäre da die SSB sicherlich nicht abgeneigt, das zu machen. Und dann würden wir das selbstverständlich unterstützen. Okay, und wenn wir schon beim Thema Straßenbahn sind, sind Sie auch für kostenlose Straßenbahn? Also wenn man sich überlegt, was dieser Betrieb der Straßenbahnen an Geld verschlingt, dann ist das enorm. Man muss bedenken, wir haben immer ständig eine Streckenerweiterung. Es werden immer neue Ziele anvisiert. Wir brauchen ständig neue Fahrzeuge für die SSB. Und die Personalkosten bleiben ja auch nicht stehen. Das steigt ja auch laufend. Und heute schon ist die SSB ein Subventionsbetrieb, muss von der Stadt schon unterstützt werden. Und da glaube ich nicht, dass man sich das leisten kann, einen kostenlosen Straßenbahnverkehr einzurichten. Und jetzt meine letzte Frage. Für welche Veränderungen möchten Sie sich in Weilendorf stark machen? Ja, also wir werden natürlich hier zunächst einmal für Verkehrsverbesserungen, wie zum Beispiel Kreisverkehr, Engelbergstraße, Spechtweg. Wir hätten gerne hier eine Änderung zwischen Engelbergstraße und SG Weilendorf, eine Neuordnung dieses Streifens hier. Dazu gehört auch das Walzgelände. Wir sind für eine Verschönerung des Löwenplatzes, damit der Weilendorfer Ortskern etwas verschönert wird, auflebt. Wir sind für eine gute Nahversorgung hier. Und zwar Nahversorgung, wo die Leute kurze Wege haben und Einzelhandel, Ärzte etc. Alles hier vor Ort finden. Wir sind für
gute Wohnbedingungen für Senioren, bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen Hausen mit dem Busverkehr besser verbinden. Wir wollen etwas für die Landwirtschaft hier tun, damit die Bauern anständig ihre Felder hier bewirtschaften können. Und ja, es gibt einiges zu tun. Okay, das war's dann. Und ich bedanke mich für Ihre Information und dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank.